Herzlich willkommen zurück. Hier in Berlin haben alle eine Pause gehabt und kauen noch ein bisschen. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Und wir sind jetzt auch wieder live im Livestream. Also auch ein Hallo, ich weiß jetzt gar nicht, wohin ich das sagen muss, ein Hallo in die Kamera nach draußen sozusagen zu all denjenigen, die sich jetzt wieder zuschalten können. Herzlich willkommen auch euch zurück. Wir machen weiter im Programm. Es ist die letzte Etappe unserer Fachtagung Ungewöhnliche Allianzen. Den Vormittag haben die meisten von uns in Workshops, entweder in Präsenz oder digital verbracht. Und ich hoffe, wir haben alle ein bisschen bereichert und klüger diese Workshops verlassen und fühlen uns gestärkt für den Kampf gegen alte und neue Nazis. Und jetzt zum Ende hin kann ich euch noch und freue mich sehr darauf, einen spannenden Vortrag ankündigen. Unser Highlight aus Österreich. Ich freue mich sehr, euch Natascha Strobel ankündigen zu dürfen. Natascha ist Politikwissenschaftlerin, Rechtsextremismus-Expertin und Kennerin der neuen Rechten. Sie hat zu der identitären Bewegung geforscht und zu rechtsradikalen Studentenverbindungen. Sie ist hochkompetent und klug auf Twitter unterwegs und wird für diese Arbeit und ihre Haltung dafür aufs Übelste von rechts beschimpft und bedroht. Obwohl das oft schwer auszuhalten ist und manchmal auch gar nicht auszuhalten ist, wird sie nicht leiser, Gott sei Dank. Sie ist eine sehr mutige und sehr kluge und laute Stimme im Netz. Und aktuell beschäftigt sie sich mit den konservativen Milieus, auch im europäischen Kontext. Und daher wird sie zu dem Thema radikale Allianzen, konservative Milieus zwischen Anpassung und Abgrenzung zu uns sprechen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass das sozusagen in so einer Doppelquadratur-Hybrid-Sache funktioniert. Also Natascha Strobel sieht mich von hinten und es freut mich sehr. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Bist du überhaupt in Wien gerade? Nein, ich bin gerade von dem Bauernhof am Berg und hoffe, das Internet hält. Oh, kannst du noch mal ein bisschen sprechen? Wir hören dich ganz schlecht. Können wir ein bisschen die Natascha Strobel ein bisschen lauter kriegen? Moment, wir pegeln dich noch ein bisschen ein. Sagst du noch mal was? Ja, hallo. Hört sie mich? Noch ein bisschen mehr. Kriegen wir die Natascha noch ein bisschen lauter, bitte? Jetzt noch mal was sagen. Test, hallo. Könnt ihr sie gut hören? Okay, also ich habe den Eindruck, wir hören dich hier in Berlin gut. Vielen Dank, schön, dass du dabei bist und der Technik genauso wie wir vertraust, dass das alles klappt. Du siehst, hier ist sozusagen dein Publikum, dein Interessiertes. Ich übergebe jetzt und freue mich auf einen spannenden Vortrag. Und am Ende haben wir vielleicht noch ein paar Minuten, um, wenn Fragen aus dem Plenum oder im Chat sind, noch mal ein bisschen hin und her zu schalten. Vielen Dank und bitte. Dankeschön. Ja, ich sage auch hallo. Ich sitze gerade auf einem Bauernhof am Berg. Ich hoffe, das Internet hält und es gibt keine Kuh- oder sonstigen Tiergeräusche im Hintergrund und freue mich sehr, euch als Ersten überhaupt mein neues Buch vorstellen zu dürfen, radikalisierter Konservatismus. Und das ist auch genau das Thema, über das ich heute reden möchte und das genau zu der Veranstaltung auch passt, zu diesen Allianzen, die da vermeintlich auf einmal stattfinden. So. Worum geht es mir heute? Also ich möchte ein bisschen erstmal die Ausgangslage beschreiben. Warum entwickeln sich konservative Parteien gerade so, wie sie sich entwickeln? Was sehen wir hier überhaupt? Was ist radikalisierter Konservatismus eigentlich überhaupt? Was macht denn aus? Denn das ist eigentlich das Zentrale. Wie äußert sich der? Wie sehen wir das? Was machen diese Parteien? Und dann zum Abschluss die Frage, ist es eigentlich so neu, was wir gerade sehen? Oder gab es das schon mal in der Geschichte? Es gab es schon mal in der Geschichte, so viel darf ich verraten. Und am Ende möchte ich einen kleinen Ausblick und auch als Anstoß für eine Diskussion oder für Nachfragen gerne noch geben. Denn das, was ich jetzt beschreibe und auch was ich in dem Buch beschreibe, ist, dass ich ein Spektrum aufspanne, was sich zwischen Sebastian Kurz in Österreich und zwischen Donald Trump in den USA ausbreitet. Und
gerade die Situation in Deutschland ist sehr interessant und wo sie hier reinpasst und wie der aktuelle Wahlkampf da dazu passt. So, beginnen wir von vorne. Was ist die Ausgangslage, die wir gerade haben? Also wie präsentiert sich die Welt gerade? Was man auf jeden Fall sagen kann und was auch sehr wichtig ist für die Entwicklung der konservativen Parteien ist, wir leben in Krisenzeiten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 noch immer mit diesen Folgen leben. Also das ist so eine wichtige Zäsur, und das ist nicht etwas, was in der Vergangenheit ist, sondern die Auswirkungen und vor allem auch wie gesellschaftliche Ungleichheiten sich darstellen, ist nochmal massiv verschärft worden. Wir haben natürlich die Klimakrise, was groß Thema ist, zum Glück mittlerweile. Wir haben soziale Krisen, also wir sehen in der Vermögensverteilung, dass die immer weiter auseinanderdriftet, dass immer weniger Leute sehr gut leben und immer mehr Leute mehr schlecht als recht leben. Das ist nicht, das ist global so, also im Unterschied zwischen den verschiedenen Ländern. Das ist aber auch innerhalb der Industriegesellschaften so, auch wenn die Gesellschaften, in denen wir leben, in Österreich, in Deutschland, in Europa, der Sozialstaat, das ein bisschen verlangsamt, aber es ist trotzdem eine klare Tendenz da. Und wir leben in einer Krise der Repräsentation, die äußert sich ganz verschieden. Das eine ist, dass das Vertrauen in die staatlichen Institutionen sinkt. Das ist auch in allen Ländern so. Also wem vertraut man noch? Da ist Parlament, Regierung, staatliche Institutionen sind immer sehr weit hinten, während also Polizei, Militär, also auch staatliche Institutionen, aber die sind noch oben, während die eigentlich repräsentieren sollen, immer ziemlich weit hinten sind. Natürlich leben wir auch nach wie vor in einer Gesundheitskrise. Also wir leben in sehr krisenbehafteten Zeiten. Ich möchte das gar nicht zu lange ausrollen. Krisen, wenn sie nicht bewältigt werden oder wenn man nicht das Gefühl hat, dass sie bewältigt werden, führen sehr oft dazu, dass die, die gerade an der Macht sind, Vertrauen verlieren und diese Macht nicht mehr halten können. Das ist dann führt zu Hegemonieverlust, wenn sich das weiter herauszieht. Ich mache jetzt hier keine Gramsci-Ringvorlesung, aber das ist ganz, ganz wichtig. Denn die andere Seite der Medaille ist, dass wir einen Aufschwung der extremen Rechten sehen. Und zwar nicht nur im Parlament, wo das zeitverzögert in allen oder in vielen Staaten der Fall ist. In zwei Parteiensystemen ein bisschen, also nicht ganz so wie in Mehrparteiensystemen, aber wir sehen es vor allem einen diskursiven Rechtsextremismus, der sich seit einigen Jahren sehr breit macht, nicht nur in den Nischenmagazinen, sondern vor allem im medialen Mainstream. Und wir sehen die extreme Rechte auf der Straße. Wir sehen aber auch, dass es ganz viele neue politische Projekte gibt, nicht nur der extremen Rechten, sondern überhaupt abseits von Parteien. Also Parteien verlieren Zuspruch, verlieren Hegemonie. Die Bedeutung von Social Media, glaube ich, brauche ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Und wir sehen vor allem, dass die Parteien, die für diese Nachkriegshegemonie, für dieses Wohlstandsversprechen der Nachkriegshegemonie standen, dass die ihren Zuspruch verlieren. Und das ist in Mehrparteiensystemen die konservativen Parteien und die Sozialdemokratie. Und beide politischen Strömungen sind selbst in eine Krise durchgelangt, weil sie sich immer weniger Antworten auf die sich darbietende krisenhafte Realität haben. Und ganz oft wird über die Sozialdemokratie gesprochen. Und ich möchte aber darüber reden, wie ein Teil des Konservatismus mit dem umgeht, dass sie eigentlich keine Antworten mehr haben und einen Zuspruch verlieren. Was ist denn jetzt also das, was ich als radikalisierten Konservatismus beschreibe? Ein Teil des Konservatismus, nachdem wie ich es gerade beschrieben habe, findet eine Strategie, eine Exit-Strategie aus diesem
aus diesen Verfallserscheinungen, aus der Krise des Konservatismus, indem sie eine Bewegung zu rechtsextremen Ideen machen, eine Bewegung zum Rechtsextremismus. Das äußert sich vor allem in der Übernahme der Rhetorik, das sieht man als erstes, und vor allem an den sprachlichen Strategien. Wir haben also auf einmal konservative Politiker, PolitikerInnen, die reden, als wären sie in einer rechtsextremen Partei. Es ist aber nicht nur die Sprache, die hier als Kalkül übernommen wird, sondern es sind auch die Übernahme von Positionen. Und was das bewirkt, ist eigentlich noch etwas viel Tiefgehendes. Mit der Übernahme oder mit dieser Bewegung hin zum Rechtsextremismus wird der Status quo als erhaltenswert aufgegeben. Das heißt, man bemüht sich nicht mehr, dieses Nachkriegssystem, dass man da großkoalitionär und im Ausgleich, mehr oder weniger im Ausgleich, aufgebaut hat, das zu erhalten, sondern will woanders hin, will wo neu hin. Und das ist die große Frage, was ist denn dieses Neu, um was geht es denn hier eigentlich? Und diese Aufkündigung des Nachkriegskonsens und diese Aufgabe des Status quo, also es ist das, was man als staatstragend beschreiben würde. Der radikalisierte Konservatismus gibt sich nicht mehr staatstragend, weil er es überhaupt nicht erhalten will. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, den Konservative hier machen. Also wir haben es ja eigentlich mit einem Widerspruch zu tun. Konservative, die nicht mehr den Status quo erhalten wollen, sondern ihn überwinden möchten. Die Basis, auf der diese Überwindung des Status quo funktioniert, ist rohe Bürgerlichkeit. Das ist ein ganz wichtiges Konzept von Wilhelm Heidmeier, wo er beschreibt eine Form der Bürgerlichkeit, die mit einer Manierlichkeit, mit ganz geschliffenen Worten daherkommt, aber zum Inhalt die brutale Abwertung von vor allem von armen Menschen, aber auch im rassistischen Sinne beinhaltet. Das heißt, wir haben hier schon ohnehin ein soziologisches Phänomen, wo wir es mit einer ganz, ganz harten, verrohten Bürgertum zu tun haben. Und der Ausdruck auf politischer Ebene, auf formalpolitischer Ebene, findet sich dann im radikalisierten Konservatismus in den Parteien. Das heißt, die Übernahme der Strategien der extremen Rechten, vor allem der neuen Rechten, das habe ich schon erwähnt, auch eine Gegenhegemonie bilden gegen 1968. Auch das kennen wir von den neuen Rechten. Da wird das Rad nicht neu erfunden. Wir erleben nur auf einmal diese Gedanken, diese Sprache, diese Ideologie nicht in einer unter Anführungszeichen kleinen rechtsextremen Partei, sondern mitten drinnen in einer konservativen Partei, die eigentlich das System zusammenhalten sollte. Und das sollte ich eigentlich vielleicht mit einem Fragezeichen versehen, aber man könnte sich hier unterhalten und ich würde diese These vertreten in einer Debatte, dass wir es hier eigentlich schon mit einer Faschisierung des Konservatismus zu tun haben. Das heißt, dass wir es hier mit einem Konservatismus zu tun haben, der kein Faschismus ist. Das darf man, also das wäre falsch als Befund, aber wo ein Faschismus denkmöglich wird. Und die Denkmöglichkeit des Faschismus ist schon ein erster wichtiger Schritt, wo man aufpassen muss, dass man nicht einen Point of No Return überschreitet. Wer ist das jetzt? Also das ist jetzt nur so als Beispiel. Ich habe es vor allem anhand von Kurz und von Trump, weil sie so unterschiedlich sind in ihrem Auftreten, aber das, was sie machen, sehr ähnlich ist. Und weil sich da sehr gut äußert, habe ich das Feld aufgespannt. Ich habe Friedrich Merz jetzt noch hingetan, gerade mit diesem Tweet, der sehr viel, mit diesen zwei Tweets, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt haben, weil er hier sehr ähnliche Strategien anwendet wie Trump und wie Kurz. Das heißt, möglicherweise, das können wir diskutieren, steht hier
eine Form des radikalisierten Konservatismus in Deutschland auch schon in den Startlöchern. Lasse ich mal so dahingestellt, könnte man diskutieren. Aber bei Trump und bei Kurz, das sind, also ich habe da die Schlagzeilen, wo sich diese ständige Provokation, ich komme darauf auch gleich zu sprechen, immer äußert. Also wenn Kurz einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, das ist, jeder Mörder wird respektvoller behandelt, quasi damit vergleicht, dass er dort so schlecht behandelt wird und ein Mörder besser behandelt wird vor Gericht oder im Gefängnis, als eher von einem parlamentarischen Kontrollgremium, dann sieht man auch schon die Radikalisierung der Sprache und die Abwertung des Parlamentarismus. Die berühmte Balkanroute, die er geschlossen hat und immer wieder, seit 2017, als Dauerbrenner hat, ist auch so ein Beispiel, also mit einer ganz harten Antimigration, Antiflucht, Anti-Asyl-Rhetorik. Dasselbe sehen wir bei Build That Wall oder Finish the Wall bei Trump, was ja auch natürlich ein ganz rabiater Anti-Flucht, Anti-Asyl-Diskurs war. Und natürlich, also seinen Höhepunkt hat das erreicht am 6. Januar mit seiner nicht nur Nicht-Verurteilung, sondern Bestätigung der Leute, die am 6. Jänner da gestürmt haben und wo Leute gestorben sind und wo die Senatorinnen und Repräsentantinnen fliehen mussten. So. Wenn es mich jetzt weiterklicken lässt. So. Das ist eigentlich der Kern. Was macht den radikalisierten Konservatismus aus? Also wir können da jetzt natürlich das anhand von Ideologemen, also von Inhalten, Rassismus, Abwertung von armen Menschen und so weiter ausrichten. Mir war es wichtig, quasi die Strategien dahinter zu analysieren, zu schauen, wie machen die eigentlich das, was sie machen? Wie transportieren sie eigentlich ihre Inhalte? Und das sind, ich werde es nicht im Detail, das kann, dafür haben wir jetzt die Zeit nicht, aber das sind die sechs großen Strategien, mit denen der radikalisierte Konservatismus arbeitet. Das ist vor allem der bewusste Regelbruch. Also es gibt formale Regeln, das sind Gesetze, das sind Geschäftsordnungen und so weiter. Die werden auch gebrochen. Also das sieht man ja, dass alle diese Leute immer wieder mit der Justiz in Berührung kommen. Aber davor und viel häufiger passiert noch der Regelbruch der ungeschriebenen Regeln. Das heißt, wie man sich verhält, wie man redet, was man darf, was man nicht darf, Etikette, Anstand, wie auch immer man das nennen möchte. Und das ist immer der Punkt, wo dann das große Entsetzen kommt medial. Darf er das überhaupt? Wie kann er das machen? Oh mein Gott. Ja, das ist der bewusste Regelbruch der ungeschriebenen Regeln. Und das ist ganz wichtig, um sich als nicht dazugehörend, nicht zum politischen System gehörend, nicht zu der Elite gehörend darzustellen. Polarisierung, also nicht mehr zusammenführen, nicht in der Rhetorik, nicht in der Politik, sondern so weit wie möglich auseinanderreißen. Gesellschaft, ja, mit einer ganz harten rassistischen Rhetorik. Also eigentlich ist das Thema fast egal. Hauptsache, man kann polarisieren und man kann auseinanderreißen. Ganz wichtig ist die Führungsperson. Es ist die ganze Partei, ordnet sich einer Person, die an der Spitze steht, unter. Das ist in manchen Parteien auch so angelegt, dass da die Person sehr oben viel Macht hat. Aber die fast komplette Entmachtung der formalen Parteistrukturen ist da schon nochmal etwas anderes. Und das sieht man dann vor allem, warum ist das interessant? Weil es die demokratischen Kontrollgremien innerhalb einer Partei ausschaltet. Und Parteien sind demokratisch organisiert. Und wenn ich die Partei umgehe, wenn ich die entmachte, dann kann die Führungsperson oft mit einer Clique um sich herum machen, was sie will und entzieht es der demokratischen Kontrolle.
Dann ganz oft höre ich ja, das ist Machtkalkül, die wollen Macht, aber die sind nicht ideologisch. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Denn es gibt sowohl ein Ziel, es ist diffus und auch der Weg ist diffus, auch wo man dahin will, was diese andere Welt sein soll, zu der man will, das bleibt diffus. Aber klar ist, der radikalisierte Konservatismus an der Macht vollzieht sehr schnell, sehr heftig, oft unumkehrbar einen antidemokratischen Staatsumbau. Sei es mit, also vor allem die Justiz, ich habe das vorhin erwähnt, es wird sehr schnell, sehr heftig in die Justiz eingegriffen. Klar, die können gefährlich werden. Antiparlamentarismus, wo parlamentarische Prozedere umgangen werden, versucht wird auch das Parlament zu entmachten, beziehungsweise rhetorisch vorzubauen, es zu entmachten. Gesetze, die Umverteilung nach oben bedeuten. Steuerreform haben wir gesehen in den USA, auch in den österreichischen Sozialstaat wird ganz massiv eingegriffen. Aktuell bereitet die österreichische Regierung ein neues Arbeitslosengesetz vor. Man kann sich schon ungefähr ausmalen, wo das hingehen soll. Und dann als fünfter Punkt die mediale Inszenierung des radikalisierten Konservatismus ist sehr wichtig und sehr interessant, denn es ist immer wichtig, also es ist eine permanente Inszenierung. Es ist gar nicht so, also man macht die Gesetze und man lässt da die Leute arbeiten, aber es ist wichtig, permanent etwas Neues zu haben, immer Aufreger zu produzieren, nie zur Ruhe kommen zu lassen, nie auf dieser sachlichen Ebene zu landen, wo man sich unterhält, austauscht und so weiter, sondern es ist ein permanenter Wahlkampf. Wir leben mit radikalisiert konservativen Parteien in einer Zeit des permanenten Wahlkampfs. Es ist alles einer Wahlkampflogik unterworfen. Und es führt dann zuletzt dazu, dass eine Parallelrealität aufgebaut wird. Das heißt, die Realität, die diese Parteien spinnen und wo ihre Anhängerinnen drinnen sind, hat immer weniger mit der Realität zu tun, wie alle anderen sie empfinden. Und es passt immer weniger zusammen. Weil, wenn man in diesem permanenten Wahlkampf ist, permanent mit diesen Strategien beschossen wird, dann glaubt man das auch wirklich. Und das ist auch so ein Moment, wo Gesellschaft bricht in letzter Konsequenz. Es ist ein neues Phänomen, was wir hier sehen. Nein, ich habe es schon gesagt. Im Gegenteil, es ist eigentlich, also Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich höchstens, das wissen wir. Aber wir haben sehr ähnliche Phänomene schon gesehen in einer anderen Krisenzeit, nämlich in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo natürlich auch all diese gesellschaftlichen Umwälzungen waren, wo sich das neu formieren musste. Und da haben wir zum Beispiel in Wien, Black Vienna heißt es, Janek Wasserman, ein wahnsinnig gutes Buch über die Rechte in Wien der Ende der 10er Jahre, 20er Jahre bis in die 30er Jahre. Und das Interessante ist, er beschreibt eben nicht nur die Völkerschlechte mit den Burschenschaften, den Deutschnationalen und so weiter, sondern er beschreibt eben auch die konservative Rechte, die viel größer und einflussreicher noch war, die an den Universitäten gesessen ist, die viele Magazine herausgegeben hat, die einen Einfluss hatte in die Christlich-Soziale Partei, das ist die Vorgängerpartei der ÖVP, die dazwischen ihren eigenen faschistischen Versuch hatte, das nur so am Rande erwähnt, wo, und das ist die interessante Erkenntnis von Bosserman, er eigentlich die Frage wirft, ob wir in Wien bis Anfang der 30er Jahre nicht von einem rechten Lager sprechen müssen, nicht von zwei, nicht von einem konservativen und einem völkischen, weil diese beiden Lager so verbunden waren. In ihrem Hass auf die Sozialdemokratie, in ihrem Antisemitismus, in ihrem Traum eines großen, völkisch reinen Österreichs,
Teile von ihnen auch natürlich zu einer Rückkehr der Monarchie, also da war man sich dann nicht mehr so einig, aber die Feindbilder waren dieselben und die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten und hier Allianzen zu bilden, war sehr groß, vor allem im nicht parlamentarischen Bereich, das heißt im vorpolitischen Raum, an den Universitäten, in diesen Clubs, in diesen Magazinen, wo beide Lager geschrieben haben, auf der diskursiven Ebene. Und das hat dann mit einzelnen Personen auch reingewirkt in die Parteien. Für die, die österreichische Geschichte nicht kennen, die Christlich-Soziale Partei, die, ja, die nach dem Austrofaschismus aufgegangen ist, hat alle anderen Parteien verboten, Anfang der 30er Jahre, erst die KP und die NSDAP, 33 und 34, die Sozialdemokratie, hat das Parlament ausgeschaltet, beziehungsweise es sich selbst ausschalten lassen und hat mit dem Austrofaschismus versucht, einen Gegenpol zum Nationalsozialismus zu bilden, hat aber, und jetzt kommt es immer darauf an, wessen Geschichtsschreibung man glaubt, aber in der kritischen Geschichtsforschung ist es unumstritten, hat damit dem Nationalsozialismus den Weg bereitet und dem Anschluss 38. Ein ähnliches Phänomen sehen wir auch in der Weimarer Republik, die konservative Revolution. Das ist eine Eigenbezeichnung, so wie Nationalsozialismus, Faschismus, das sind alles Eigenbezeichnungen. Das war ein loses Netzwerk rechtsextremer bzw. faschistischer Intellektueller, die genau eigentlich wie bei Black Vienna gegen Demokratie, Parlament, Republik geschrieben haben und die so auf intellektueller Ebene die Weimarer Republik delegitimiert haben, die Weimarer Republik zerschrieben haben. Und ähnlich wie bei Black Vienna ist es ganz wichtig, das war eine soziale Elite, das war eine Bildungselite, das waren nicht die Abgehängten, die nicht mitgekommen sind nach 1918, 19, sondern das waren oft aristokratische, aber zumindest sehr hohe bürgerliche Kreise, von denen wir hier reden und die aus dieser Elitenposition gegen die Demokratie, gegen das Parlament und gegen die Republik agiert haben. Das heißt, in der damaligen Krisensituation haben sich Teile des Bürgertums, Teile des politischen Bürgertums schon ähnlich entwickelt und ähnlich geäußert. Jetzt komme ich schon zum Ausblick. In sehr vielen Ländern sind radikalisiert konservative Parteien oder zum Teil radikalisiert konservative Parteien bereits an der Staatsmacht. In den USA mit Trump war das der Fall, in Österreich mit der ÖVP, mit dieser ÖVP und in UK mit den Tories, die ganz ähnliche Wendungen vollzogen haben und wo man vielleicht so als eine Mitteposition zwischen USA und Österreich sehen könnte. Vor allem durch die Brexit-Kampagne sehen wir das sehr ähnlich. Man könnte es auch für Ungarn, man darf ja nicht vergessen, dass die Fidesz eine konservative Partei eigentlich ist, Polen, Brasilien, also das könnte man da alles reinfassen und auch dahin untersuchen. Was macht das? Was macht das, wenn so eine Partei, wenn so ein radikalisierter Konservatismus an der Macht ist und über einen Staat befinden kann? Es normalisiert autoritäre Vorstellungen und Praktiken. Also wenn man es 5-mal hört, regt man sich auf. Beim 10. Mal ist es dann irgendwann normal. Das zeigt sich vor allem im Diskurs um Flucht und Asyl. Es ist auch die Aushöhlung des Rechtsstaats. Also wir haben auf der kulturellen Ebene vor allem dieses Asylthema auf der strukturellen Ebene ist es eine Aushöhlung des Rechtsstaats, also Angriffe auf die Justiz, Umbesetzungen, Abwertungen, Delegitimation des Rechtsstaats. Wir haben auch die Drangsalierung kritischer Medien,
also auch wieder diese ungeschriebenen Gesetze, die da gebrochen werden, wenn zum Beispiel Medien nicht mehr eingeladen werden oder dezidiert ausgeladen werden, sogar zum Gehen aufgefordert werden bei Pressekonferenzen. Wir sehen es aber auch, dass kritische Medien mit Rechtsstreits belangt werden, auch dezidiert gegen einzelne Journalisten und Journalistinnen. Und der Feind steht links. Also in dieser ganzen Feinde, die man da hat, ist immer wieder die Legitimation, das zu tun, weil das sind rote Netzwerke in der Justiz oder das ist Antifa, wie es Trump so speziell ausspricht, oder es sind linke Medien. Also es ist immer diese Angst, dieses Drohszenario, dass jetzt gleich eine linke Wucht auf die Gesellschaft einprasselt und man das verhindern möchte. Also es wird auch immer als Abwehrkampf geframed. Und das ist überall möglich, denn überall bröckelt das System, in dem wir bis jetzt gelebt haben, sehr. Und wir merken es ist sehr angespannt alles, es bröckelt, es bricht. Es wird nicht so weitergehen für die Zukunft und genau diese Krisenzeit nutzen Teile des Konservatismus, um nach rechts zu wandern, um etwas Neues zu wollen, auch wenn dieses Neue diffus bleibt. Aber es ist kein Determinismus. Also Fatalismus ist etwas für gute Zeiten. Fatalismus kann man sich nicht leisten in Krisenzeiten. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, denn es ist sehr wichtig, dagegen aufzustehen und das zu verhindern. Denn was auch immer das für ein System ist, was sie wollen und ob man das jetzt als Proto-Pre, nicht ganz, halb oder doch ganz Faschismus definieren möchte, es wird autoritärer, es wird hierarchischer und es wird für sehr, sehr viele Gruppen, für sehr viele gesellschaftliche Gruppen nicht gut werden. Und das muss man verhindern. Dankeschön. Hier unten. Vielen Dank, Natascha Strobel. Das war das war sehr, sehr erhellend. Vielen, vielen Dank für die Analyse und auch, dass wir sozusagen die Ersten sein durften, die da reinhören konnten in dein neues Buch. Ich habe hier schon das Mikrofon am Stab, weil ich jetzt gerne Fragen, Anregungen, Anmerkungen hier aus dem Plenum versuchen werde, an dich weiterzureichen. Und ihr müsst euch nur melden, dann sehe ich euch und dann komme ich mit dem Mikrofon hier vorne. Da brauche ich gar nicht weit gehen. Moment. Ja, super. Dankeschön für diese wahnsinnig beeindruckende Analyse. Ich habe viele Fragen, aber ich möchte mal mit einer anfangen. Und zwar, wir stolpern immer wieder über das Thema Antifeminismus und da tatsächlich auch über das Problem, dass konservative Kräfte zum Teil mindestens genauso radikale Positionen wie die extreme Rechte vertritt und auch mit dem, du hast das immer als Framing eines Abwehrkampfes bezeichnet, also genau sozusagen das sehen wir und mich würde einfach interessieren, wie ist deine Einschätzung, wie wichtig ist Antifeminismus für einen radikalisierten Konservatismus? Ja, sehr, sehr. Oh, könnt ihr euch auf den Mute stellen, sonst höre ich mich selbst. So, danke. Antifeminismus ist sehr wichtiges Thema. Also für die neue Rechte redet man ja immer von dieser Dreifaltigkeit der Themen, also den Antisemitismus, den Rassismus und den Antifeminismus. Das ist so für die neue Rechte, das zeigt sich in diesem großen Austausch, Verschwörungsideologien und so weiter immer sehr stark. Der radikalisierte Konservatismus versucht sich quasi anti-antisemitisch zu geben.
Man sieht es dann, da gehe ich gar nicht so sehr jetzt drauf ein, aber man sieht es dann immer wieder, wo das nicht hält. Rassismus hab ich jetzt schon etwas dazu gesagt. Und Antifeminismus ist sehr, sehr wichtig. Und das war eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren ist es der Fall, dass zwischen die extreme völkische Rechte und Konservative kaum ein Blatt Papier passt, wenn es um antifeministische Agitation geht. Das zeigt sich bei allem, was die Frühsexualisierung, also bei allem, was mit Bildung und mit emanzipatorischen Bildungsprojekten bei Kindern zu tun hat. Es zeigt sich bei so einer Diskussion wie bei Quoten, wo schon CETA und Mordio geschrien wird. Und es zeigt sich vor allem bei der Fristenlösung und es zeigt sich bei Agitation gegen den Schwangerschaftsabbruch. Da haben wir leider gerade ein sehr aktuelles Beispiel aus den USA, wo in Texas der Schwangerschaftsabbruch de facto verboten ist. Und der Supreme Court mit den zwei Richtern und der Richterin, die Trump eingesetzt hat, nichts dagegen sagen und das als Rechten sehen. Und das war eine ganz große Befürchtung, seit Trump an der Macht ist oder seit das so ist, dass die Fristenlösung angegriffen wird. Und das sehen wir jetzt, obwohl Trump gar nicht mehr in der Macht ist, weil er die Strukturen so gelegt hat, dass auf Jahre und Jahrzehnte, weil diese drei RichterInnen da drinnen sind, das bestimmen können. Und da sehen wir, wie Staatsumbau auch funktioniert, wenn man eben, also da, wo Obama am Ende seiner Amtszeit noch einen sehr konsensualen, also quasi bipartisan Richter eingesetzt hat, hat Trump einfach drei Radikale eingesetzt und mir ist völlig egal, ob es den Demokraten passt oder nicht oder ob das jetzt gut ist oder nicht. Und die bestimmen da jetzt das. Und Antifeminismus geht immer. Es geht für die extreme Rechte und es geht vor allem ganz stark auch, und das sehen wir bei Feministinnen, ganz stark auch in dem persönlichen Bereich, wo Feministinnen drangsaliert werden und so weiter, wo man ja aus dieser staatstragenden Logik sagt, das geht natürlich nicht. Aber diesen Schutz gibt es nicht mehr und der wird immer weniger werden von Seiten des Staates, wenn ich solche konservativen Parteien an der Macht habe. Okay. Gebliebenes Bild, aber ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Wir haben dich aber ganz toll gehört. Also hören tun wir alles. Manchmal bist du ein bisschen eingefroren. Ich habe eine Frage offensichtlich hier aus dem Chat. Ich gebe das mal weiter. Genau, hallo. Es gab eine Frage aus dem Chat, die sich nochmal auf die Frage bezog, wonach Konservative oder diese Konservativen streben und was ihr Ziel ist. Und die Frage lautet, möchte man zu etwas Neuem oder zu etwas vermeintlich Verlorenem? Modernisiert sich der Konservatismus oder wird er reaktionär? Das ist eine hervorragende Frage, denn das soll nicht provokant sein, aber was mich immer so ein bisschen zweifeln lässt, also an das Verhältnis radikalisierter Konservatismus und Faschismus, an dem habe ich sehr lange herumgewerkt und habe vielleicht auch noch gar keine endgültige Antwort. Weil was Faschismus ausmacht, ist, dass die Idee für die Zukunft immer ein Mythos in der Vergangenheit ist. Also man will wohin, wo man vermeintlich schon mal war, wo es groß und schön und gut war. Und diese Mythos- und Utopie-Geschichte im Faschismus ist so wichtig für faschistische Ideologien. Und das habe ich im radikalisierten Konservatismus eben nicht in dieser, würde ich ihn nicht in dieser Form diagnostizieren. Und deswegen bleibt dieser Zukunftsanspruch schwierig. Also man kann natürlich darüber reden, ob Make America Great Again nicht genau so einen Anspruch formuliert. Würde ich noch zu vage sehen, vor allem, weil das nicht ganz groß ideologisch ausgeführt wird. Das heißt, wohin möchte der radikalisierte Konservatismus? Es ist klar, quasi der Weg, also der Abbau von Sozialstaat gegen Arme, für Reiche, Umverteilungen und so weiter,
dabei durchaus auch quasi pragmatisch vorgehend im Sinne von, das Klimathema kann man jetzt nicht mehr wegdiskutieren, also tut man so, als würde man es bearbeiten, also dieses zu tun, als ob man da jetzt etwas machen würde, ist auch ganz wichtig, aber negiert es nicht komplett. Ja, und das ist die Frage, also es gibt diese Zukunftsvision, es gibt nicht diese klare Idee, wie es für faschistische Parteien oder für faschistische Gruppen oft wichtig ist, zu sagen, wir wollen genau an diesen Punkt in der Geschichte zurück, der schon mal da war. Und das schaut dann so, so und so aus und das ist Völkerschreien und so weiter. Das wird nicht formuliert, sondern es bleibt sehr offen und sehr diffus. Und ob es nur unter Anführungszeichen ein paar Schrauben drehen ist oder ob man irgendwann aufwacht und draufkommt, das waren jetzt ein paar Schrauben zu viel, denn wir leben jetzt eigentlich in einem anderen System. Das ist nicht klar, aber es kann sehr schnell gehen. Und man sieht jetzt, wie diese 4 Jahre Trump in den USA, wie viel da eigentlich kaputt gemacht wurde und wie viel nachhaltig verändert wurde, was unumkehrbar ist. Also es sind nicht nur die Verfassungsrichterinnen im Supreme Court, sondern Trump hat auch wahnsinnig viele Richterinnen nach unten hin besetzt in die anderen Courts. Und das wird sich jetzt alles zeigen, was das bedeutet für Sozialgesetzgebungen, für Sozialrechtsprechung, für feministische Anliegen, für Bürgerrechtsanliegen und so weiter. Und dann muss man sich eben fragen, ist das jetzt noch das quasi System sehr polarisiert und sehr an die Spitze getrieben oder sind wir jetzt eigentlich schon in einem viel autoritäreren, antidemokratischeren System? Das muss ich offen lassen, denn ich kann es noch nicht beantworten. Aber ich würde es zumindest als Faschisierungstendenz, das würde ich auf jeden Fall verteidigen, diese These. Okay, ich gucke noch mal hier in die Runde. Gibt es noch eine Frage irgendwo? Irgendjemand noch? Carmen, du hattest doch ganz viele Fragen. Willst du noch eine stellen? Ich glaube, eine können wir noch, oder? Okay, dann komme ich noch mal. Ja, danke. genau, du hattest ja am Ende gesagt, wir können uns Determinismus nicht mehr leisten. Fatalismus, ja, sorry. Aber, also genau, die Frage wäre ein bisschen, what to do? Was kann man tun? Was steht jetzt an, deiner Meinung nach? Ja, was tun? Ich glaube, das Allerwichtigste ist es, nicht im Entsetzen stehen zu bleiben. Nicht immer das Spiel von vorne zu beginnen. Da hat etwas Schlimmes gesagt, ich bin so entsetzt, ich hätte das nie erwartet, oh mein Gott, das ist so furchtbar. Also ich möchte es nicht zu hämisch sagen, aber wenn man in so einem Land lebt und sogar der Koalitionspartner immer wieder überrascht ist, wie furchtbar die Partei ist, mit der man in Koalition ist, dann ist es irgendwann zu wenig. Sondern man muss mal verstehen, was das bedeutet. Und dann nicht an Anstand und Moral und was sich gehört und an Menschlichkeit appellieren, denn die sind so und die wollen das so. Die verheimlichen es auch gar nicht. Und das ist auch ganz wichtig, zu akzeptieren, dass eine konservative Partei auch so sein kann und so sein will. Und genau das so rassistisch meint, wie sie es sagt. Dann sind Faktenchecks sind super. Also das gibt es bei Trump, sind die Faktenchecks rauf und runter und das ist eine gute Argumentationshilfe. Aber Fakten alleine retten uns auch nicht. Sie lügen. Sie sagen die Unwahrheit. Sie sagen auch die faktische Unwahrheit. Es passiert nichts. Es kommt nicht vom Himmel der unsichtbare Schiedsrichter und sagt, eine gelbe Karte und jetzt eine rote Karte und jetzt als Verwarnung 5 Minuten auf die Bank. Das passiert nicht. Es gibt diese kosmische Gerechtigkeit nicht, wo, wenn man die Fakten nur präsentiert, es sich von alleine dann gut wird. Das, was man machen muss, ist rote Linien ziehen. Rote Linien sind so wichtig. Und auch klar machen und es auch gegen eine konservative Partei klar machen, wenn die überschritten sind, dann ist es vorbei. Und dann arbeiten wir nicht mit euch zusammen und dann
gehen wir auch nicht nachher noch auf ein Bier und versuchen, so gut befreundet zu sein und tun das alles so ab, wie als, naja, jetzt war es wieder ein bisschen radikal, aber ihr gehört schon dazu, sondern rote Linien und dann mit ganz klar auch einer Sanktionierung dieser roten Linien. Was es an sich braucht, ist, dass linke Parteien, und ich glaube, dass es den Druck von außen braucht, und ich finde es sehr gut, all diese außerparlamentarischen Gruppen, die sich zusammengetan haben, die Druck aufbauen, die organisieren. Ich glaube trotzdem, dass es eine Partei braucht, die ein Gegenangebot macht und die nicht versucht, das zusammen zu, also die jetzt alleine, so wie es die Sozialdemokratie in Österreich zum Beispiel macht, alleine versucht, diesen Status quo aufrechtzuerhalten, der ja auch nie gut war, der ja nur idealisiert wird, aber für viele Leute hat das System sowieso nicht funktioniert, in dem man gelebt hat. Und die da jetzt da alleine versucht, staatstragend zu sein. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn Linke, Grüne, Sozialdemokratinnen, ich lasse das jetzt offen, welche Partei das tun soll, nicht staatstragend sein wollen, sondern eine eigene Idee dieses danach. Wenn der Status quo nicht aufrechterhalten werden kann, wie schaut das danach aus? Das könnte auch viel, viel besser werden. Deswegen, Fatalismus können wir uns nicht leisten. Wir können auch aufwachen und in einer viel, viel besseren Welt leben. Man muss nur was dafür tun. Und man muss es formulieren und man muss es aufzeigen, dass es möglich ist. Und das halte ich für die allerwichtigste Aufgabe im Moment. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich gucke noch einmal kurz, ein letztes Mal. Aber wir sind mit der Zeit auch durch. Ich komme an die Tür. Natascha, wir danken dir ganz, ganz herzlich auf den Bauernhof nach Österreich. Toll, dass das geklappt hat. Ich bin total begeistert, nicht nur über deine kluge Analyse und dass du den Vortrag hier so toll gehalten hast, sondern dass das mit der Technik auch geklappt hat. Vielen Dank auch nochmal an die Kollegen von Livestream. Ich bin da immer sehr begeistert. Ich könnte es nicht. Deswegen da vielen Dank. Vielen Dank sozusagen auf die Alm. Und dir alles Gute. Wir wissen, dass du extrem unter Beschuss auch oft stehst und wir drücken dir die Daumen und wünschen dir da ganz viel Kraft und Solidarität. Und ich glaube, Fatalismus spüren wir hier nicht, sondern wir sind kämpferisch und bleiben dran. Vielen, vielen Dank. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Baba. So, jetzt habe ich meine Zettel irgendwo liegen lassen. Das macht nichts. Genau, wir kommen nämlich jetzt zum allerletzten Punkt. Ich gucke mich um und suche die Jutta. Die Jutta, da ist sie. Also, wir atmen alle einmal tief durch, weil das war, glaube ich, echt auch nochmal ein ziemlicher Ritt hier gerade, den Natascha Strobel uns geboten hat. Jetzt kommt meine liebe Kollegin Jutta Veduven von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Ich bin ja hier total, ich mache das auch mal wieder runter. Die also nicht nur diese tollen jungen Menschen immer unter ihren Fittichen hat, die jedes Jahr ein freiwilliges soziales Jahr im Dienste des Friedens und des Zusammenseins, also globalen Zusammenseins, machen, sondern sie ist auch mit der BRGKR Teil des COMPREX und eine extrem nachdenkliche, kluge, kritische Gesprächspartnerin in allen Punkten von Rechtsextremismus, Bekämpfung und kluger Strategienbildung für ein friedliches und demokratisches Zusammenleben und ist sozusagen unser letzter weiblicher Höhepunkt heute. Ich habe euch das versprochen am Anfang, es ist eine Tagung mit sehr vielen Frauen. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Sorry an die Männer, ihr wart lange genug dran. Diesmal waren es wir und ja, viel Spaß mit Jutta, die jetzt nochmal versuchen wird, die Tagung ein ganz kleines bisschen zu resümieren. Super, was für eine Ankündigung. Vielen Dank, Sophia. Ja, also ich habe jetzt die Aufgabe, die schöne Aufgabe, eine wirklich gelungene Tagung abzuschließen, ein kurzes Resümee zu fassen. Und ich möchte damit einsteigen, womit ich auch am Mittwoch schon angefangen hatte, dass ich all denen danken möchte, die zu dieser gelungenen Tagung beigetragen haben. Und das sind vor allem mal die KollegInnen von Gesicht zeigen. Und dafür einen Applaus. Applaus
Und das sind alle Menschen, die zum Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention gehören. Das sind die Leute von Livestream, die die Technik möglich gemacht haben. Das sind alle, die in den Workshops oder hier mit Vorträgen, Beiträgen die Tagung bereichert haben. Und sowieso ihr alle, die wir miteinander diskutiert haben über das besondere Thema ungewöhnliche Allianzen. Sophia hatte ja gestern, glaube ich, angekündigt, dass diejenigen, die für die Beiträge zuständig sind oder für die Workshops zuständig waren, mir kurze Zusammenfassungen oder Analysen geben. Ich habe bis vor ein paar Minuten tatsächlich auch noch Sachen bekommen. Ihr werdet mir verzeihen, dass ich nicht alles jetzt wiedergeben werde, was ihr geschrieben habt. Ich habe versucht, die Sachen zusammenzufassen, zu bündeln, und es geht an dieser Stelle ja überhaupt nicht darum, nochmal alles zu sagen, was schon mal gesagt wurde. Der Titel der Tagung lautet Ungewöhnliche Allianzen. Sophia Oppermann hat gestern in ihrer Begrüßung schon diese gefährlichen Allianzen beschrieben. So eint zum Beispiel die toxische, antifeministische und Anti-Gender-Bewegung konservative PolitikerInnen, Evangelikale, Verschwörungsideologen und die extreme Rechte. Auf Querdenker-Demos wehen Reichskriegsflaggen neben Regenbogenfahnen und Anti-Atomkraft-Bannern. Und auch wenn diese Allianzen sich in vielen Fragen uneinig sind, bedeuten sie eine massive Gefahr für die Demokratie sowie für das gleichberechtigte Miteinander verschiedener Lebensformen in der Postmigrationsgesellschaft. Gestern Vormittag fand ein Podium, das wir alle miteinander wahrscheinlich mitbekommen haben, unter dem Titel »Die rechtsextreme Bedrohungslage aus unterschiedlichen Perspektiven« statt. Auf dem Podium saß unter anderem Armin Kurtovic. Sein Sohn ist bei dem rassistischen, rechtsterroristischen Anschlag in Hanau ermordet worden. Die Schilderungen von Armin Kurtovic haben mich sehr berührt. Er setzt sich unermüdlich mit anderen Angehörigen und AktivistInnen für die Aufklärung der Morde und für eine angemessene Anerkennung der Folgen dieser Tat, vor allem für die Angehörigen, ein. Er berichtete von verschiedenen Verschleppungen und auch davon, dass er immer wieder mit Rassismus aus der Mehrheitsgesellschaft und von ErmittlerInnen konfrontiert wird. Dass dies nach dem Terror des NSU weiterhin passiert, ist erschütternd. Das Thema Allianzen zielt für uns auch in die Richtung, neue Bündnisse einzugehen, um wirkungsvoll gegen Rechtsextremismus, Demokratiefeindschaft, Hass und Menschenfeindlichkeit vorzugehen. Bei dieser Tagung sind hoffentlich viele Bündnisse und Ideen für die Weiterarbeit entstanden. Die AG Ungewöhnliche Allianzen vor Ort plädiert dafür, auch für uns neue AkteurInnen zuzugehen, bei gleichzeitiger Wahrung fachlicher und persönlicher Grenzen. Und das knüpft auch ein bisschen an das an, was Natascha Strobel eben gerade mit rote Linien gezeigt hat benannt hat. Also es heißt nicht anything goes, aber es ist trotzdem interessant, eben genau über neue Koalitionen nachzudenken. Neben dem Blick in die Zukunft wurden immer auch historische Bezüge aufgezeigt. Die Wurzeln des modernen Antisemitismus liegen in der Tradition eines jahrhundertealten christlichen Antijudaismus begründet. Auch Misogynie steht in einer biblischen Tradition, und Esther Lehner zeigte in ihrem Vortrag gestern, dass Anti-Gender seit Jahrzehnten die rechten Bewegung identifiziert und eint. Die Vehemenz, mit der Antifeminismus und Anti-Gender-Bewegungen derzeit auftreten, verweist auch auf eine Stärke der queeren Bewegung, die sich mehr Raum erkämpft haben. Ein roter Faden, der sich neben der Frage der Allianzen durch viele Beiträge zog, war die Forderung des Zuhörens, des Voneinanderlernens, der Demut vor anderen Meinungen. Die Autorin Asalda Dan sagte, ich weiß es nicht besser, aber ich will es gut machen. Andere sprachen von einer freundlichen Fehlerkultur, und Franziska Schröter von der Friedrich-Ebert-Stiftung führte den Begriff des Mentalisierungskonzeptes ein, den wir mit Empathie bzw. sich in das Gegenüber hineinversetzen
beschreiben können. Franziska Schröter stellte die neuen Ergebnisse der Mitte-Studie vor. Die Zustimmungswerte für rassistische Aussagen sind rückläufig, während aber klassischer und israelbezogener Antisemitismus zunimmt. Hier wird eine Verbindung zu den Verschwörungsideologien vor allem der QuerdenkerInnen gezogen. Am Ende enthält fast jede Verschwörungsideologie judenfeindliche Elemente. Im Workshop Querdenken Quo Vadis wurde festgestellt, dass Verschwörungsideologien nicht durch die Corona-Pandemie zugenommen hätten, sondern aktuell nur stärker in die Öffentlichkeit getragen werden. Die Querdenkerbewegung müsse durch Monitoring und Fact-Checking angegangen werden. Es hat viele weitere inspirierende Workshops gegeben, die sich besonders auch mit aktuellen Phänomenen und Spielarten der extremen Rechten beschäftigen. Ideen entwickelt, noch wirkungsvoller gegen die extreme Rechte vorzugehen. Eine weitere Stärkung der Zivilgesellschaft, die sich im Subsidiaritätsprinzip ausdrückt, ist dabei unabdingbar. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz einen Satz zitieren, den Kam vorhin in der AG Rechtsextremismus und Kindeswohl gesagt hat. Da haben wir unter anderem auch über Kinder zum Beispiel in der Kita gesprochen, die zum Beispiel Hakenkreuze oder im Grundschulalter malen, und Kam hat gesagt, Kinder sind nicht rechtsextrem. Das ist zum Beispiel ein Satz, den ich aus einer AG mitgenommen habe, auch wenn sie Phänomene zeigen oder sich so ausdrücken. Eine Tagung sollte am Ende auch Forderungen formulieren. Hier gehe ich noch einmal auf die eindrücklichen Schilderungen von Armin Kurtovic ein. Es ist erschütternd, dass Politik und Gesellschaft die bedrohliche und die demokratiefeindliche Dimension der extremen Rechten aus den Augen verloren hat. Beim Kanzlerinnentriell am vergangenen Sonntag war Rechtsextremismus gar kein Thema. Anstelle dessen mussten die drei Kandidatinnen sich dazu bekennen bzw. eher davon distanzieren, ob sie mit der Linken koalieren würden, ob sie einen weiteren Lockdown ausschließen können und ob man bei Bahnfahrten demnächst getestet, geimpft oder genesen sein muss. Ich verweise auf den Maßnahmenkatalog des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Der Kabinettsausschuss wurde nach den rechtsterroristischen Anschlägen in Halle, Hanau und dem Mord auf Walter Lübcke gebildet. Dieser Katalog ist unter Mitwirkung der postmigrantischen Zivilgesellschaft entstanden. Alles ist sinnvoll und sollte nicht erst wieder hervorgeholt werden, wenn die nächsten Anschläge geschehen. Die dringende Notwendigkeit eines längst überfälligen Demokratiefördergesetzes bleibt bestehen, ebenso die vielen nicht eingelösten guten Maßnahmen des Katalogs des Kabinettsausschusses. Diese Forderungen müssen Gegenstand von Koalitionsverhandlungen sein. Und wo immer wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen PolitikerInnen der demokratischen Parteien treffen, sollte man genau darauf hinweisen. Also ich finde es tatsächlich frappierend, wie sehr das Thema Rechtsextremismus in den Parteiprogrammen und auch in den Diskussionen jetzt aus dem Augenmerk gerückt ist. Und ich glaube, es ist gut, das auch vor den Wahlen noch zu tun. Also wenn uns Menschen begegnen, die da Einfluss haben, ist das, glaube ich, gut, das überall anzubringen. Soweit die Forderung, soweit das Resümee. Ich freue mich sehr, dass wir diese Tagung miteinander verbracht haben, sowohl hier in Präsenz als auch mit denen, die eben im Livestream zugeschaltet waren. Ich finde es echt toll, dass wir so ein schweres und wirklich frustrierendes Thema am Wickel haben und das aber mit ganz viel Energie und Kreativität und Humor und Lebensfreude tun. Und das wünsche ich uns, dass wir das weiter tun. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, hoffentlich mit Zügen, die fahren, und bis zum nächsten Mal.
ich mache es nochmal an. Also die Jutta hat jetzt schon so eine total tolle Verabschiedung. Das brauche ich jetzt alles gar nicht mehr. Ich hatte mir das natürlich, das ganze Dankeschön natürlich auch noch eigentlich auf den Zettel geschrieben. Das hat die Jutta netterweise alles schon gesagt. Ich sage es aber trotzdem nochmal. Von meiner Seite natürlich auch an euch alle ein Riesendankeschön, dass ihr da wart, dass ihr uns eure Zeit, eure Ideen, euer Vertrauen geschenkt habt und hierher gekommen seid, dass ihr Bock und den Mut hattet, irgendwie Präsenz zu sein und Präsenz zu zeigen. Uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und uns auch ganz viel Energie gegeben. Danke nochmal an die Technik. Ihr seid auch großartig. Auch Gruß an Sebastian Jabisch von gestern. Und wir haben noch so kleine, ich sag, emotionale, kulinarische und agitatorische Tütchen gepackt. Die könnt ihr gerne mitnehmen auf eure hoffentlich stattfindende Heimreise. Ich wünsche euch total viel Glück beim Bahnfahren oder auch beim Bus erwischen oder was auch immer. Toi, 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 dass ihr irgendwo hinkommt, wo ihr hinwollt. Nehmt die viele Energie, die wir, glaube ich, bekommen haben, auch zum Schluss nochmal aus dem Bauernhof von Österreich. Nehmt die Energie mit, bleibt tapfer und berührbar und aktiv gegen rechts. Vielen Dank fürs Kommen und es war uns eine Freude. Danke. Tschüss.